Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Druck auf Uli Hoeneß wächst. Auch am zweiten Tag im Münchner Prozess gegen den Präsidenten des FC Bayern wurde die Steuerschuld nach oben korrigiert auf nunmehr mindestens 27,2 Millionen Euro. Grundlage sind Erkenntnisse der Rosenheimer Steuerfahndung. Eine Beamtin der Behörde sagte heute als Zeugin aus. Sie hatte große Datenmengen gesichtet, die Hoeneß erst kurz vor Beginn des Verfahrens eingereicht hatte. Im Münchner Landgericht kommen immer neue, höhere Zahlen ans Licht. Erst gestern hatte der FC Bayern-Präsident 15 Millionen Euro an zusätzlich hinterzogenen Steuern gestanden. Heute dann auf dem Zeugenstuhl die zuständige Steuerfahnderin, die nicht gefilmt werden durfte. Sie hat die vor knapp zwei Wochen eingereichten Unterlagen über die zwei Schweizer Konten von Hoeneß geprüft und einen noch höheren Hinterziehungsbetrag errechnet, nämlich mindestens 23,7 Millionen Euro. Dazu kommen noch die 3,5 Millionen Euro, die die Staatsanwaltschaft bereits zur Anklage gebracht hatte. Grundsätzlich lässt sich auch sagen, je höher der Hinterziehungsbetrag, desto gewichtiger spricht das gegen einen Angeklagten. Die Anwälte von Hoeneß lässt das aber offenbar kalt. Sie setzen darauf, dass die Höhe der Hinterziehung nicht entscheidend ist, sondern vielmehr die Tatsache, dass sich Hoeneß selbst angezeigt hat. Die Steuerfahnderin wurde im Zeugenstand entsprechend geschont. Insbesondere hat die Verteidigung die einzelnen Zahlen, die von der Zeugin ja detailliert dargestellt worden waren, und die Berechnungen nicht hinterfragt. Die Zahlen gelten damit von allen Seiten als akzeptiert. Morgen soll noch ein EDV-Fachmann und Hoeneß Betriebsprüfer als Zeugen vernommen werden. Damit könnte der Zeitplan des Gerichts doch eingehalten und ein Urteil bereits am Donnerstag gesprochen werden. Ob Uli Hoeneß ins Gefängnis muss, wird ganz entscheidend davon abhängen, wie hoch ihm das Gericht seine Selbstanzeige anrechnet. Mehr zum Fall Hoeneß gibt es bei tagesschau.de. Im Interview mit dem ARD-Rechtsexperten Bräutigam gehen wir unter anderem der Frage nach, ob der Bayern-Manager noch Chancen hat, einer Gefängnisstrafe zu entgehen. Unter einen anderen Prozess ist heute in Hannover der Schlussstrich gezogen worden. Nach dem Freispruch für Ex-Bundespräsident Wulff ist auch das Verfahren gegen seinen früheren Sprecher Gläsecker ohne Verurteilung beendet worden. Das Landgericht stimmte einer Einstellung zu. Im Gegenzug muss Gläsecker 25.000 Euro zahlen, der mitangeklagte Partymanager Schmidt 30.000 Euro. Gläsecker war Bestechlichkeit vorgeworfen worden, Schmidt Bestechung. Dieser Gang fiel ihm leicht. Als Olaf Gläsecker am Morgen das Landgericht Hannover betrat, ahnte er, er würde zwar 25.000 Euro Geldauflage zahlen müssen, aber er würde nicht verurteilt werden. Die Unschuldsvermutung gilt weiter. Und es bleibt dabei, mein Einsatz für den Nord-Süd-Dialog hat alleine dem Erfolg der Veranstaltung gegolten und damit dem Land Niedersachsen. Vor Gericht standen der Partyveranstalter Manfred Schmidt und Olaf Gläsecker wegen der sogenannten Nord-Süd-Dialoge. Promi-Veranstaltungen unter Schirmherrschaft von Niedersachsen und Baden-Württemberg, veranstaltet von Manfred Schmidt, finanziert durch Sponsorengelder, die auch Gläsecker beschaffte. Im Gegenzug soll er Urlaub bei Schmidt gemacht haben. Nach Worten der Richterin entlastete die Angeklagten ihre enge Freundschaft, sowie die Aussage von Gläseckers Dienstherr Christian Wulff vor Gericht, Gläsecker habe in seinem Sinne gehandelt. Dass aber der böse Anschein der Käuflichkeit entstanden sei, sei den Angeklagten anzulasten, so die Richterin. Am Ende eine Verfahrenseinstellung, mit der sich auch die Staatsanwaltschaft einverstanden zeigte. Das nennt sich Opportunitätsprinzip. Eine Einstellung gegen eine Zahlungsauflage ist aus unserer Sicht genau das gerechte Ergebnis in diesem Fall. Die Richterin lobte die Aussagebereitschaft der Angeklagten und sie lobte die Staatsanwaltschaft, die zuletzt so kritisiert worden war. Die habe das Verfahren ausgewogen geführt. Geldauflage für den Sprecher, Freispruch für seinen Chef. Am Ende der Prozesse gegen Christian Wulff und Olaf Gläsecker sieht es so aus, als sei Wulff besser davongekommen. Allerdings, Gläsecker kann sich sicher sein, dass sein Verfahren endgültig abgeschlossen ist. Wulff dagegen droht eine Revision. Der Weg für Ermittlungen gegen den früheren Bundesinnenminister Friedrich ist frei. Die dafür nötige Ermächtigung erteilte das Innenministerium jetzt der Staatsanwaltschaft. Der CSU-Politiker wird verdächtigt, in der Edati-Affäre Dienstgeheimnisse verraten zu haben.
Friedrich hatte SPD-Chef Gabriel darüber informiert, dass der Name des SPD-Politikers Edati im Rahmen internationaler Ermittlungen aufgetaucht war. Bei den Vorwürfen gegen Edati geht es um Kinderpornografie. Das Regionalparlament der Krim drängt immer stärker darauf, die Halbinsel von der Ukraine abzuspalten und Russland anzugliedern. Die Abgeordneten verabschiedeten heute mehrheitlich eine Unabhängigkeitserklärung. Sie soll umgehend in Kraft treten, wenn die Krimbewohner bei dem für Sonntag geplanten Referendum für eine Loslösung von der Ukraine stimmen. Die Übergangsregierung in Kiew reagierte mit scharfer Kritik und forderte Russland erneut auf, sofort seine Truppen von der Krim abzuziehen. Alles läuft nach Plan für sie. Die durch einen Putsch an die Macht gekommenen Abgeordneten des Regionalparlaments der Krim bereiten schon heute die Unabhängigkeitserklärung der Halbinsel vor, für den Tag nach dem Referendum. Sie planen, Staatseigentum der Ukraine zu beschlagnahmen. Sie kämpfen gegen die Zeit. Die Abgeordneten im ukrainischen Parlament. Viele glauben, die Krim schon verloren. Der Ministerpräsident erinnerte heute an das Budapester Memorandum. Darin garantierten Russland, die USA und Großbritannien vor 20 Jahren, die Grenzen der Ukraine zu respektieren. Unser Land ist Opfer einer militärischen Aggression. Diejenigen, die einst garantierten, dass es keine solche Aggression geben darf, müssen ihre Truppen zurückziehen. Und die anderen sollten einen unabhängigen und souveränen Staat verteidigen. Derweil trat im russischen Exil der abgesetzte Präsident Viktor Janukowitsch erneut vor die Kameras. Er beharrte darauf, der legitime Präsident des Landes zu sein. An die neuen Machthaber sagte er: Eure Handlungen haben zu der Abspaltung der Krim geführt. Das russische Parlament will ab Montag entscheiden, wie Krimbewohnern schnellstmöglich russische Pässe gegeben werden können. Die Halbinsel könnte schon nächste Woche Teil der Russischen Föderation werden. Morgen wird der ukrainische Ministerpräsident Washington besuchen und wird versuchen, mit amerikanischer Hilfe die Entwicklungen auf der Krim aufzuhalten. Die Europäische Union will die Ukraine wirtschaftlich unterstützen, indem sie weitgehend auf Zölle verzichtet. Einem entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission muss noch das Europaparlament zustimmen. Dadurch würde die ukrainische Wirtschaft jährlich um fast 500 Millionen Euro entlastet. Bundesaußenminister Steinmeier setzte heute seine diplomatischen Bemühungen zur Beilegung der Krim-Krise fort. Er besuchte nacheinander die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. Die ehemaligen Sowjetrepubliken gehören inzwischen zur EU und zur NATO und liegen direkt an der Grenze zu Russland. Deshalb betrachten sie den Konflikt zwischen Moskau und Kiew mit besonderer Sorge. Am Frühlingswetter in Riga konnte sich der deutsche Außenminister heute kaum freuen. Die Sorge vor einer neuen Eiszeit mit Russland begleitet ihn auf jeder seiner Stationen durch die drei baltischen Republiken, die ja auch Mitglied von EU und NATO sind. Und die Ängste, die er hörte, waren groß. Die Krise auf der Krim erinnert uns in vielem an das Jahr 1940, als die Sowjetunion unsere baltischen Republiken erst bedrohte und destabilisierte und damit Gewalt ihrem Machtbereich unterwarf. Frank-Walter Steinmeier konnte da nur wiederholen, was er schon am Morgen in Estland versprochen hatte. Ich bin auch hier, um zu sagen, wir lassen Estland und die baltischen Staaten damit nicht allein. Aber auch in der Gegenwart gibt es Konflikte mit der starken russischen Minderheit im Baltikum, zum Beispiel in der Bildungspolitik. Und erst vor ein paar Jahren heizte auch Moskau den Streit um russische Denkmäler an. Es kam zu tagelangen Straßenschlachten. Und so fürchtet man, dass auch jetzt Russland zwischen den Bevölkerungsgruppen zündeln könnte. Besonders aufmerksam wurde deshalb nach Deutschlands Haltung zu schärferen Sanktionen gegen Russland in der Krim-Krise gefragt. Wenn das Referendum am nächsten Sonntag stattfindet, dann wird man spätestens am Montag eine weitere Entscheidungsstufe haben. Das würde dann das Einfrieren von Konten und Reisebeschränkungen für russische Politiker bedeuten. Mit warmen Worten der Solidarität haben sich die baltischen Gastgeber heute nicht abspeisen lassen. Immer wieder musste Frank-Walter Steinmeier versichern, dass sich Deutschland auch an weitreichenden Sanktionen beteiligen werde, sollte es nicht doch noch einen Ausweg aus der Krise auf der Krim geben. Aber daran scheint auch der deutsche Außenminister kaum noch zu glauben. Auf die dramatische Situation von Kindern im syrischen Bürgerkrieg macht das UN-Hilfswerk UNICEF aufmerksam. Millionen von ihnen seien in den vergangenen 3 Jahren von Gewalt betroffen gewesen, hätten ihr Leben oder ihre Eltern verloren und kein Zuhause mehr.
Viele seien inzwischen abgeschnitten von Hilfe und müssten täglich um Nahrung kämpfen. Es ist seine letzte Hoffnung. Bitte gib mir etwas zu essen. Meine Brüder verhungern, ich schwöre es, sagt dieser Junge. Er bettelt um ein Hilfspaket einer UN-Organisation. Der Konvoi ist einer der wenigen, der nach Yarmouk durchgekommen ist, einem Ort unter Belagerung südlich von Damaskus. Die Menschen leiden Not und Hunger, darunter viele Kinder. Insgesamt leben etwa 1 Million Minderjährige in eingeschlossenen Gegenden Syriens unter katastrophalen Bedingungen, so UNICEF in seinem neuesten Bericht. Sie haben nicht genug zu essen, keine Medikamente, keine Schule und kein geschütztes Umfeld. Überall fallen Bomben. Am schlimmsten ist es, dass sie ansehen müssen, wie ihre Eltern, ihre Freunde sterben. 3 Jahre Bürgerkrieg, 3 Jahre Leid. Die Jüngsten trifft es am härtesten. Mehr als 5,5 Millionen Kinder leben im Kriegsgebiet. Etwa 3 Millionen gehen nicht zur Schule. Mindestens 10.000 wurden getötet. Viele sind traumatisiert. Umso wichtiger, dass Hilfsorganisationen Zugang zu den eingeschlossenen Kindern bekommen, sie auch psychologisch betreuen können. Sonst, so UNICEF, wachse in Syrien eine verlorene Generation heran. Zur vermissten Passagiermaschine der Malaysia Airlines gibt es neue Hinweise. Die Boeing mit 239 Menschen an Bord war am Samstag auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking plötzlich verschwunden. Nach Militärangaben zeigen Radarbilder, dass das Flugzeug über Kota Baru den Kurs änderte und möglicherweise über die Straße von Malakka flog. In Kuala Lumpur gab die Polizei unterdessen Details zu den Männern bekannt, die mit gestohlenen Pässen an Bord gegangen waren. Es soll sich um 2 Iraner handeln. Sie hätten offenbar keine Verbindung zu Terrorgruppen. In der Türkei hat es erneut heftige Auseinandersetzungen zwischen regierungskritischen Demonstranten und der Polizei gegeben. Auslöser war der Tod eines 15-jährigen Jungen, der bei Protesten im vergangenen Sommer schwer verletzt worden war. Die damaligen landesweiten Demonstrationen hatten sich an den Plänen der Regierung entzündet, den Gezi-Park in Istanbul zu bebauen. Japan hat an die Natur- und Atomkatastrophe von vor 3 Jahren erinnert. Mit einer Schweigeminute gedachte die Bevölkerung der Opfer. Mehr als 15.000 Menschen waren ums Leben gekommen, als ein Erdbeben das Land erschütterte und ein Tsunami die Ostküste überrollte. Tausende Menschen werden noch vermisst. Das Gebiet rund um die Reaktoranlage Fukushima, die stark beschädigt worden war, ist bis heute unbewohnbar. Die Trümmerberge ragen bis in den Himmel, in Ishinomaki an Japans Ostküste. Aber neue Wohnungen oder Häuser sind bis heute nicht gebaut. Noch immer leben fast 300.000 Flüchtlinge in Notunterkünften. Vor allem ältere Menschen, vereinsamt und entmutigt. Anfangs habe ich immer aus dem kleinen Küchenfenster geschaut. Man sieht die Berge und das erinnert mich an mein altes Zuhause. Ich habe dann immer angefangen zu weinen. Bis heute hat sich Japan von der Dreifachkatastrophe nicht erholt. Am 11. März 2011 bebt erst die Erde, dann folgt ein gewaltiger Tsunami. In Fukushima überspült die Welle ein Atomkraftwerk. In 3 Reaktoren kommt es zur Kernschmelze. Etwa 100.000 Menschen fliehen vor der radioaktiven Wolke. Heute, 14.46 Uhr, Schweigeminute für die vielen Opfer von Erdbeben, Tsunami und Reaktorkatastrophe. Für einen Moment steht das Leben in Japan still. Mein Vater und mein Großvater sind im Tsunami ums Leben gekommen. Ich werde diesen Tag niemals vergessen. Die zentrale Trauerfeier in Tokio, schlicht und würdevoll. Das Kaiserpaar ist gekommen, auch Premierminister Shinzo Abe. Dass die Reaktoren in Fukushima auch nach 3 Jahren nicht unter Kontrolle sind, erwähnt hier niemand. Auch nicht, dass die Sperrzone wohl nie wieder bewohnbar sein wird. Wir müssen den Wiederaufbau in Fukushima beschleunigen, gibt sich der Regierungschef tatkräftig. Zugleich kündigt die Regierung an, die ersten Atomkraftwerke wieder ans Netz zu nehmen. Nur ein kleines Grüppchen protestiert heute dagegen. Ihr Vorwurf: Aus der Katastrophe vom 11. März habe das Land nichts gelernt. Am 4. Wettkampftag der Paralympics hat die Biathletin Anja Wicker für eine Überraschung gesorgt. Die Olympiadebütantin gewann Gold über die 10-Kilometer Distanz. Bei Regen und Nebel gelang der 22-jährigen Stuttgarterin ein fehlerfreier Lauf. Mit ihrem Erfolg bescherte sie der deutschen Mannschaft die 4. Goldmedaille. Die Favoritin für die Strecke, Andrea Eskau, hatte Probleme mit dem Gewehr und gab nach mehreren Fehlern beim Schießen auf.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 12. März. Das sonnige und warme Hochdruckwetter bleibt uns bis Freitag erhalten. Am Wochenende wird es unter Tiefdruckeinfluss dann wechselhaft und deutlich kälter, im Bergland sogar noch mal winterlich. Heute Nacht ist es verbreitet sternenklar. Von Ostwestfalen über Thüringen bis nach Sachsen bilden sich gebietsweise Nebel- oder Hochnebelfelder. Die lösen sich meist schon morgen Vormittag auf. Im übrigen Land scheint ohnehin die Sonne von früh bis spät. Der überwiegend östliche Wind wird morgen schwach, im Bergland auch mäßig. Heute Nacht verbreitet Temperaturen um den Gefrierpunkt oder leichter Frost, im Westen dagegen 2 bis 5 Grad plus. An der Ostsee morgen bei Seewind nur 7 Grad, sonst 12 bis 19, am Oberrhein bis 20 Grad. Am Donnerstag setzt sich das sonnige und warme Frühlingswetter fort, auch am Freitag noch sonnig, aber später tauchen in Küstennähe Wolken auf. Am Samstag erwartet uns ein Temperatursturz. Dazu viele Wolken mit Regen oder Schauern, im Bergland zum Teil Schnee. Außerdem wird es windig, an den Küsten stürmisch. Um 22.15 Uhr meldet sich Pina Atalay. Ihre Tagesthemen: Prozess gegen Uli Hoeneß, immer höhere Steuerschulden und Neustart am Nürburgring, die legendäre Rennstrecke wird verkauft. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.